Heitere Vereinsstimmung trotz Regen. Purkersdorfer haben eine ausgesprochene Vereinsfreude. Seine Vielfalt zeigt sich einmal im Jahr beim Jakobimarkt. Beim Jakobimarkt in Purkersdorf dreht sich alles um Vereine. Wie jedes Jahr zeigt sich aber auch heuer die Pracht der Purkersdorfer Vereinsvielfalt beim Umzug. Da gibt es den Verein der Stadtkapelle oder den Lions Club, aber auch den Stadtverschönerungsverein. Diese Vereinsmitglieder kommen sogar in historischen Kostümen und werden nicht müde, den Meilenstein vor sich herzutragen. Die Besucher möchten es gar nicht für möglich halten, dass die Vereinskultur hier nicht immer dominierte. Der Jakobimarkt war ursprünglich ein Markt der Gewerbetreibenden in Purkersdorf und in den letzten Jahren ist er immer mehr ein Markt der Vereine geworden. Wir haben in Purkersdorf 60 Vereine und fast die Hälfte der Vereine beteiligt sich an diesem Jakobimarkt. Tja, aus den Handwerkern von anno dazumal wurden eben Vereinsmitglieder und das sind Purkersdorfer oftmals mehrfach, manche allerdings auch gar nicht. Ich glaube schon, dass es eine Reihe von Purkersdorfern gibt, die bei vielen Vereinen auch Mitglieder sind oder aktiv sind. Aber dann gibt es natürlich auch viele Purkersdörfer, die bei keinen Vereinen sind, aber hier und da zu Veranstaltungen kommen. Das ist auch sehr wichtig. Haben Sie selber einen Lieblingsverein? Das traue ich mir jetzt als Bürgermeister nicht zu sagen. Wir sind alle Vereine sehr wichtig und wertvoll. Ohne Vereine wäre dieser Umzug heute unvorstellbar. Tatsächlich zählt die Stadt an die 60 Vereine, gekommen sind aber nur rund ein Dutzend. Naja, es ist halt wie überall, es gibt aktive Vereine und es gibt aktivere und dann gibt es welche, die sich nicht so gerne in der Öffentlichkeit präsentieren, wie der Briefmarkenverein oder halt andere Vereine wie Sportvereine. Und wir haben ein Riesenproblem, dass wir halt immer in der Urlaubszeit uns präsentieren. Also viele Vereine schaffen es nicht, einen Stand zu besetzen. Solange sich die Vereinsliebhaber über den Lieblingsverein einig sind, ist aber alles gut. FC Purkersdorf, weil mein Mann der Obmann ist. Lions Club. Warum gerade der? Ja, da haben wir Bekannte, kennen wir uns schon gut. Immer nur beim Motorradverein. Beim Purkersdorfer Motorradverein. Und bei aller Vereinsliebe der Purkersdorfer steht neben dem Umzug noch einiges andere am Jakobimarktprogramm. Das Highlight sind hier die Menschen, das Zusammenkommen der Menschen, dass alle miteinander Spaß haben, jung und alt. Und es ist wirklich schön, die allerkleinsten Kinder werden erfreut mit Kleinkunst, mit Zaubereien, mit Ballontieren, mit Spielen. Wir haben Animateure dafür. Wir haben zum Beispiel diesen jungen Mann, der zaubert für die Kinder. Und dann geht es halt so dahin von der Kulinarik, die ja für alle da ist. Herrliches Essen, herrliche Getränke. Auch genug Nicht-Alkoholisches, Gott sei Dank, weil sonst wird man die Kleinen nicht glücklich machen. Bis zur Musik. Wir haben Gitarristen, Percussionisten, die da herumgehen, die einfach wirklich für Stimmung sorgen. So ein Purkersdorfer Jakobimarkt bietet eben Unterhaltung für die ganze Familie, selbst bei Regenwetter.